Meine sehr verehrten Damen und Herren, sie hat sich mit sich selbst im Mittelpunkt ein eigenes Märchen geschrieben. Ihre Stimme, ihre Perfektion und ihre Athletik sind einzigartig. Über 10 Millionen verkaufte Tonträger. Am 11. Juli ist sie im Happelstadion zu sehen. Begrüßen Sie die Unglaubliche, Helene Fischer! Bitte nicht was. Ja, sorry. Danke. Ist das schön. Liebe Helene. Danke. Mein Gott. Das ist ein Empfang. Nee, schön sieht's aus bei euch. Ja. Gab es jemals weniger Applaus? Ja. Ja? Ja, ganz früher vielleicht, ja, aber klar. Du bist es ja mittlerweile gewohnt. Nee, aber guck mal, das klingt ja hier, was für eine Akustik in diesem, ich sage mal, für mich tatsächlich etwas kleineren Raum. Das ist schon sehr, sehr schön. Ist das einer der kleinsten Räume, die du jemals gesehen hast, wenn du öffentlich auftrittst? Dann wird das heute ein Tiefpunkt deiner Karriere, weil vor so wenig Leuten hast du noch nie gesungen. Ja, ich habe mir hinten auch echt einen angetrunken, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Na, Spaß. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Apropos, ja. Ja, ein Wein? Ich muss gerade auf Wasser umsteigen, weil sonst okay. wird's. Okay. Ja. Ist das eigentlich ein großer Unterschied, ob man vor 30.000 Leuten spielt oder vor 60.000 Leuten? Oder ist das dann völlig eins, egal? Ja, also die. Ich sage mal so, gut, wann ist das letzte Mal her? es ist ab tatsächlich von 30.000 auf 60.000 ist jetzt nicht mehr so ein Riesenunterschied, weil es du hast als Künstler dann das wahnsinnig schöne Panorama, einfach eine riesen Menschenmasse zu sehen. Und ob es da hinten dann noch weitergeht, das nimmt man gar nicht mehr so richtig wahr. Und ich freue mich natürlich jetzt auf die Sommertournee, weil das dann auch endlich wieder hell ist. Also das heißt, wenn ich auf die Bühne komme, dann sehe ich auch endlich wieder mein Publikum. Wirklich? Ach, das ist dir wichtig? Naja, weil... Ich hasse das, wenn ich mein Publikum sehe. Nee, das ist ganz toll. Ja, aber bei dir, du kannst auch bis zur letzten Reihe schauen. Ja. Lass mich ganz kurz sagen, du warst im Februar in Wien und hättest eigentlich 5 Konzerte spielen sollen, wurdest aber krank. Ja. Du hast, glaube ich, dann 3 Konzerte noch gespielt in der Stadthalle. Ja. Und du lagst krank im Hotelzimmer in Wien. Ja. In welchem Hotel war das? Jetzt kannst du es ja sagen. Nee, das sage ich an dieser Stelle nicht, weil ich habe mich total in dieses Hotel verliebt und ich will da wieder hin. Und wenn ich das jetzt ausplaudere, dann... Okay, verstehe ich. Aber haben dich die Leute vom Hotel gut behandelt? Total. Die wussten, wer du bist? Ja. Aber musstest du, musstest du im Bett bleiben oder konntest du aufstehen und es waren nur die Stimmbänder, die entzündet waren? Oder? Nein, ich war wirklich grippal. Also mich hat ein richtiger Virus erwischt und das war dann noch nicht mal die Stimme. Das wäre ja fast noch irgendwie gegangen, aber ich klang halt auch wie so ein, also es war alles zu und ich habe gehustet und so kann man ehrlich gesagt keine schöne Show spielen. Wie hast du die Zeit im Hotel verbracht? Also ich habe sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt und das war wirklich schlimm. Wieso? Weil das... Ist es immer schlimm, wenn du nachdenkst? Das ist so eine Frauensache. Wir Frauen denken einfach, wenn wir zu viel nachdenken, da denkt man über sich, über das Leben nach, über den Sinn des Lebens. Ja, Entschuldigung, das muss doch bei dir gerade relativ viel Spaß machen. Oder? Warst du allein im Hotelzimmer damals? Mai. Ja. Erstmal ja, und dann kam der Flo und hat mir eine Packung Chips gebracht. Ja. Ist aber lieb. Du weißt, für Helene Fischer-Fans ist ein abgesagtes Konzert so schmerzhaft, als würden Opa und Oma am selben Tag das Zeitliche segnen, oder? Ja, und du hast ein wirklich sehr, sehr anrührendes Facebook-Posting ins Netz gesetzt und geschrieben, glaub mir, ich habe jegliche Form erlebt, die Gedanken imstande sind zu bilden. Wenn mein Körper nicht will, zieht mein Wille ihn hoch. Ich habe angefangen, Zeit in Frage zu stellen, daraus einen Traum mit Termin gemacht. Jeden Tag gehofft, dass über Nacht ein kleines Wunder passiert, meditiert. Irgendwann habe ich meine Sorgen in Vertrauen umgewandelt und mittlerweile ist Widerstand zwecklos. Ich muss akzeptieren, dass ich im Moment nicht bei euch und nicht für euch da sein kann. Das hätte der Papst nicht besser formulieren können. Und das war wirklich, das war wirklich ein ergreifendes, sehr ergreifendes. Und dann thank you so much. Ich komme wieder. Und dann, das fand ich auch gut,
Bis bald, eure Helene. PS, ich kann es nicht oft genug sagen, lasst euch von den Medien nicht blenden. Was jetzt zählt, ist nur mein geschriebenes Wort an euch. Ich bin weder schwanger und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich. Totaler Quatsch, ich bin nicht todkrank, ich komme wieder. Das hast du auch in Wien geschrieben? Richtig. Ja. Da war die Zeit, wo ich so viel nachgedacht habe. Und gut. Ja. Und bist du dann allein im Bett und schreibst Facebook-Postings so wie wir? Also, oder kommt dann noch ein Management und geht noch mal drüber? Oder? Also alle Beiträge, die gerade solche persönlichen Sachen und auch längere Statements und, das kommt immer alles von mir, ja. Und wenn wir manchmal irgendwie, hat vielleicht einer aus dem Büro eine Idee, dann wirft man das so in den Raum. Aber meistens bin ich doch immer diejenige, die es noch mal dreht und sagt, nee, das würde ich so nicht sagen. Und ja, also ich habe schon jemanden, der gerade Bilder und sowas kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie so ein Bild hochzuladen geht. Total old fashion, ich weiß. Aber Bild hochladen? Nee, also wie das, ich habe noch nie einen Post selber gesetzt. Ich sag immer nur, das muss da rein. Ja. Und das Bild und dann bitte senden. Ja. nur damit Sie einen Eindruck, vielleicht gibt es irgendjemanden hier im Raum, der Helene Fischer nicht kennt, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Verirrten zu Hause, der den Namen Helene Fischer noch nie gehört hat. Nur um einen Eindruck zu kriegen, was diese Frau zu leisten imstande ist, ein kurzer Ausschnitt aus ihrer aktuellen Show. Danke. Als ich das gesehen habe, habe ich mir echt gedacht, das hat ja mit dem Schlager, mit herkömmlichem Schlager überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist ja mehr Rammstein als Roy Black. Oder? Na, im Ernst. Das ist keine Schlagermusik mehr. Das rockt ja extrem. Ja, ich glaube, das lässt sich sowieso nicht in eine Schublade packen, worauf ich vielleicht auch ein bisschen stolz bin, mit meinem Team sowas geschaffen zu haben. Es ist einfach, eine Show, die wir da kreieren und immer weitere Shows, die echt von allem ein bisschen was haben. Und jetzt aber es mit dem geht Remix, nicht mehr größer, oder? Es ist, wie kann man das noch? Größer geht immer, ne? Aber es ist die Frage, ob es das überhaupt braucht. Ich habe das jetzt unheimlich genossen, mich so auszutoben, auch körperlich so an die Grenzen zu gehen, gerade mit der Akrobatik. Mir war im Vorfeld klar, dass ich, kann man nie sagen, aber ich habe mir eigentlich ein Ziel gesetzt oder mein Traum war, mit der Akrobatik auf Tournee zu gehen, das einmal erlebt zu haben, aber das brauche ich vielleicht auch nicht mehr wieder. Weil du beherrschst die kleine, intime Form ja auch. Genauso. Also da kommt die Stimme auch viel besser raus. Das, was du hier dann zeigen wirst, das ist ein Chanson. Mhm. Adieu heißt ja. Und da ist keine Akrobatik, keine Athletik dabei. Da hört man die Stimme von Helene Fischer. Die einzige Angst, die du überwinden musst, ist, dass du mit Georgi singst. Sonst ist angstfrei. Ja. Da wächst zusammen, was nicht zusammengehört. Ja. Aber kann es sein, dass eine deiner nächsten Chancen wieder ganz reduziert wird? Definitiv, da ist ja noch so viel, also ich will ja nicht mit 40 schon aufhören, da habe ich mir schon... Ja, du könntest umschulen, auf Erdbeerkönigin oder zum Beispiel. Aber hast du dir Gedanken gemacht, was macht Helene Fischer mit 65? Dann wirst du wahrscheinlich vor einem großen Berg Geld sitzen, außer du schmeißt alles raus. Kannst du gut mit Geld umgehen? Ja. Echt? Ja. Das heißt alles... Ist das die alte Sowjetunion-Schule? Ich... Wir haben nur 3 Rubel, wir passen auf. Wir müssen ein bisschen Geld. Na, aber so herrlich, kannst du dich herrlich zur Ruhe setzen. Oder liebst du das Leben im Scheinwerferlicht so sehr? Wer weiß, ob ich nicht dann in ein paar Jahren sage, so jetzt möchte ich das Ganze auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Das heißt nicht, dass ich für meine Fans nicht da sein werde, aber im Sinne von einfach kleinere Locations vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, und du bist ja auch talentiert in andere Richtungen. Ich glaube, es war eine Weihnachtsshow, die ich von dir gesehen habe. Die habe ich in voller Länge gesehen, weil ich wirklich fasziniert war, wo du moderiert hast und mit ständig wechselnden Partnern, teilweise auch Weltstars, Duette gesungen hast. Das ist sich alles fehlerfrei ausgegangen. Das heißt, du musst dich innerhalb von Sekunden auf den neuen Partner einstellen, auf die Art zu singen und moderierst den ganzen Wahnsinn auch noch. Das ist schon sehr straff, mein Zeitplan, gerade weil ich die ganze Zeit auf der Bühne bin. Ich bin nicht einmal, also vielleicht, wenn Weltstars kommen, die haben dann, also es gibt vielleicht 4, 5 Positionen, wo ich nicht auf der Bühne bin und da singen die ihren Solosong und in der Zeit muss ich mich umziehen oder irgendwas. Warum muss man sich eigentlich ständig umziehen? Naja, ich weiß. Warum ist das so? Ja, das tut doch kein anderer. Ja, weil man bei der, das ist ja sehr anstrengend, sie ist ja komplett verschwitzt jedes Mal. Das macht man aber nur bei sozusagen Gesangsshows, oder? Hast du schon mal einen Maler gesehen, der sich umzieht während er malt? Ja, aber man passt sich sozusagen der Situation an, auch meinem Künstler, also meinem Gastkünstler, wenn da jetzt... Ach so, das Kleid ist sozusagen Ausdruck dessen, was er singt. Wenn ja, er, und wenn zum Beispiel das Kleid, das du bei der Show trägst, dieser Springbrunnen. Zu. Mit dem kannst du ja nicht 2 Stunden arbeiten. Du kannst nicht, da bist du ja klitschnass, weißt? Es wird auch kühl. Also, ja, es kühlt. Ja. Da kriegst du eine Unterleibsentzündung, Blasenentzündung. Aber was ich gemerkt habe, ganz im Gegensatz zu mir, Helene Fischer schwitzt nicht. Nie. Doch. Habe ich nie gesehen. Oh, und wie? Oder wird das alles, wirklich? Also da können wirklich einige Fans, Wieso die Fans?
Ja, weil die mich dann hautnah sehen und ja, aber, die dann auch sehen, wie das trieft. Aber es ist nicht so, dass sie dann alle sagen, bläh, oder sowas. Weiß ich nicht. Also ich hab, nee. Nee. nimmst du dann ein Handtuch auf der Bühne, wenn du sehr stark schwitzt? Oder geht das dann wiederum nicht, weil ja dann das Make-up verschmiert? Also wir haben Ventilatoren, A, weil es gut aussieht und B, weil es tatsächlich hilft, ein bisschen mich zu belüften. Ja. Aber machst du das dann auf der Bühne eigentlich, dass du dich umziehst und alle nicht. So, wow, sie zieht sich wieder um? Natürlich nicht. Na, weiß du ich musst nicht. Unbedingt mal eine Show von mir sehen. Also ja. Jetzt zieht sie sich live auf der Bühne um, da kommen noch viel mehr. Na, aber es gab jetzt auch diese neue CD von dir, wo dann, ich habe es nur in den Zeitungen gelesen, ich habe mich dann gar nicht getraut, mir das anzuschauen, wo dann stand, Helene ohne Höschen. Ach so, das meinst du, oh Gott. Man weiß ja gar nicht, ob ohne Höschen, ich habe es gesehen, das ist ja ein Sakko und man weiß ja, es wird suggeriert, als hättest du nichts an, aber natürlich hattest du was an. Oder vielleicht ist es beim Umziehen nicht ganz ausgegangen. Es was war ist ja die Gefahr? Schnappschuss. Ich war so erschrocken, dass der Fotograf schon da war. Ach so. Nein, es ist ein springendes Bild und ehrlich gesagt, ja, hat mich das selber ein bisschen gewundert, diese Reaktionen. Und weil das Bild schon sehr lange da ist, also in meinem Booklet ist es oft zu finden und so. Also es ist jetzt kein neues Foto, ne? Ja. Aber keine Angst, ich hatte ein Höschen an. Es war einfach ein... Ich hatte keine Angst. Aus der Modewelt, sage ich jetzt mal, eine Pose, die eigentlich sehr... Ja, du hast recht. Üblich ist. Du hast recht. Ja. Was ich sehr interessant fand, was ich nachgelesen habe, ist, dass selbst Atemlos, dein Riesenhit, dein nicht zu fassender Hit, selbst bei Begräbnissen in den Charts ist. Also es gibt ja, die Begräbnislieder, Time to Say Goodbye und sowas, oder Andreas Gabalier, Einmal singen wir uns wieder. Und Atemlos durch die Nacht ist auf Platz 6, ist schon sehr zynisch, das als Begräbnislied. Oder? Das ist aber weil die Leute so große Helene, ja, da stirbt jemand, ist Helene Fischer Fan und dann sagt man, okay, für die Gretel noch einmal Atemlos durch die Nacht. Ja, ich frage mich, ist es schön oder nicht? Irgendwie ist es komisch, oder? Ja, ich finde es eigentlich ganz okay, ehrlich gesagt, wenn das dem Toten gefällt. Ja, ich eigentlich auch. Warum muss Begräbnismusik immer traurig sein? Ja. So eigentlich gesehen? Ist es was Schönes, also es freut mich ja wieder. Ja, wenn du dann noch ohne Höschen am Grab tanzen würdest, dann wäre natürlich das ist zu viel. Du wirst ja oft von Kritikern als Schlagermaschine bezeichnet, das finde ich immer so ungerecht. Das sagt man immer dann, wenn jemand was besser kann als andere. Ich werde auch als Moderationsmaschine. So. Ja, das ist eigentlich ein totales Kompliment. Ich als Rechenmaschine. Nee, Maschine genannt zu werden, das ist ein Kompliment. Ja, eigentlich wirklich. Ja. Und du bist das Gegenteil einer Maschine. Das muss man ja sagen. Du bist zwar extrem perfekt, aber bei dir ist es immer, man spürt, du meinst es ernst. Ja, also... Oder, ist, Helene? Doch, ich finde es wirklich so. Ja,